sind wir auf die Idee gekommen, FreeTurn einzusetzen? Also wir haben es natürlich gesehen in der einen oder anderen Anwendung auf der Messe, beziehungsweise auch bei Veröffentlichungen. Und dann haben wir uns auch Gedanken gemacht, können wir dadurch nicht unsere Werkzeugwechsel reduzieren oder andere Vorschübe fahren? Und das war eigentlich der Auslöser für uns, uns mit der Thematik zu beschäftigen. Mein Name ist Thomas Ledermann. Ich bin hier zuständig für die Fertigung der Trägerwerkzeuge am Standort Besigheim. Dann entschieden, in der Sonderfertigung anzufangen, einfach weil wir dort eine Vielzahl an Anforderungen haben und bei jedem Werkzeug das Drehen immer mit dabei ist. Und so haben wir uns dafür entschieden, genau dieses Drehen durch FreeTurn umzusetzen. Wie haben wir davor gearbeitet? Das Konventionelle, ich denke, das finden wir in jeder Fertigung. Wir haben ganz normal geschrubbt, geschlichtet mit den normalen Werkzeugen, die man überall findet, haben dann entsprechende Werkzeugwechsel gehabt, ja, teilweise auch mit Einstechen. Und das haben wir alles durch FreeTurn jetzt ersetzt. Das Potenzial in dieser Bearbeitung war sehr groß, da wir hier sehr viel Außendrehbearbeitungen haben. Und für die Außendrehbearbeitung ist der FreeTurn perfekt geeignet. Wir können mit dem FreeTurn dann schrubben und auch schlichten. Mein Name ist Paul Höckberg, ich bin Produktmanager bei CERATIZIT. Als wir dieses Projekt gestartet haben, war natürlich mein größtes und erstes Ziel, den Prozess so zu optimieren, dass wir sehr viel Zeit sparen. Weil Zeit sparen möchte jeder Kunde, Zeit sparen möchte jeder, der wo eine Produktion hat. Und somit haben wir auch unser Ziel sozusagen erreicht. Und in meinen Augen haben wir sogar das Ziel übertroffen, weil wir fast eine Ersparnis von fast 50% haben. Also die Grundvoraussetzung, damit wir mit FreeTurn arbeiten können, ist ein Drehfräszentrum, in dem das Werkzeug in der Frässpindel aufgenommen wird. Deswegen haben wir auch hier in der Fertigung ein Drehfräszentrum von dem Gemori, das ist die Serie CTX, in der wir das Werkzeug aufgenommen haben. Und durch die Frässpindel haben wir 360 Grad Freiheit in unserem Werkzeug und können das Werkzeug perfekt zum Werkstück anstellen und können dadurch sehr gut in dem Drehprozess einfach arbeiten. War toll, an dem Projekt mitzuarbeiten, ja, was Neues zu sehen, was Neues auszuprobieren. Und ich wurde absolut überzeugt von dem Werkzeug. Ja. Nicht nur durch die Zeitersparnis, auch durch die Vorschübe, die Schnittwerte, die wir allgemein gefahren sind, war schon beeindruckend. Und die anfängliche Skepsis wurde mir durch das praxisbezogene Probieren absolut genommen. Mein Name ist Markus Lutz. Ich arbeite ja als Maschinenbediener. Mein erster Gedanke gegenüber dem FreeTurn, dem High Dynamic Turning, war, ich war eher skeptisch. Meine Skepsis beruht darauf, weil ich einfach dachte, wegen der Stabilität, dass das Ganze nicht so stabil ist für den Drehprozess. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen bei den Vorschüben von bis zu 1 mm pro Umdrehung. Die Höhe der Vorschübe ist beim konventionellen Dreh natürlich viel niedriger wie beim High Dynamic Turning. Aber das Ergebnis war top und die Stabilität war ebenfalls sehr gut. Ja, nachdem wir jetzt einen gewissen Weg gegangen sind, fragen wir uns natürlich auch, war der Weg richtig? Sind wir gut unterwegs? Man muss sagen, also wir haben das, was wir erwartet haben, erreicht. Wir sind definitiv noch nicht am Ende dessen, was auch möglich ist mit FreeTurn. Ja, und ich würde sagen, es ist bisher sehr erfolgreich bei uns.